Mit der Version 2024 stellt Sofistic eine neue Funktion zur Erstellung von Positionsplänen in Revit zur Verfügung. Das ist das Thema dieses Videotutorials. Über die BIM-Tools kann und konnte man automatisiert Positionsbezeichnungen vergeben. Diese Bezeichnungen beziehen sich jedoch nur auf das physikalische Modell. Seit der Revit-Version 2023 wird das analytische Modell jedoch nicht automatisch mit dem physikalischen Modell erzeugt. Also brauchen wir eine Lösung, mit der wir den analytischen Elementen Positionsnummern zuweisen können. Hierzu stellt Sophistic einen neuen Parameter zur Verfügung. Auf Sophistic Analysis Projekteinstellungen können wir den Parameter Sophistic Name einschalten. Hier haben wir den Parameter eingeschaltet. Wenn wir das getan haben, dann finden wir ihn bei den analytischen Elementen wieder. Zum Beispiel hier an dieser Stelle. Auch im Sophistic Struktureigenschaften-Fenster, das wir hier einschalten können, findet sich der Name wieder. Es handelt sich also hier und dort um das gleiche Feld. Im ersten Schritt können wir uns das Leben leichter machen, wenn wir einen Automatismus nutzen, um Bemessungspositionen vorab prinzipiell zu benennen. Das geht über die Funktion benennen. Jetzt muss ich die Elemente auswählen, die ich benennen möchte. Ich wähle jetzt mal alles aus und sage fertigstellen. Nun bekommen wir eine Übersicht, wie die Positionen automatisch bezeichnet werden. Und zwar können wir das hier einstellen. Zum Beispiel sehen wir, dass ich jetzt sechs Balken selektiert habe und die vorgeschlagene Bezeichnung sieht so aus. B für Balken, dann ein Punkt, dann die oberste Ebene, an der sich der Balken befindet, dann wieder ein Punkt und dann die Rasterposition am Ende. Wenn uns das nicht gefällt, ändern wir die Benennungsvorschrift ab. Anstatt B möchte ich zum Beispiel das Unterzugsposition mit UZ beginnen. Darin soll ein statischer Text anschließen, und zwar in meinem Fall ein Punkt. Es könnte natürlich auch ein Strich beispielsweise sein. Als nächstes folgt hier die oberste Ebene, also zum Beispiel EG für Erdgeschoss. Das ist okay. Dann wieder ein Punkt. Darauf folgt hier Rasterposition am Ende. Das gefällt mir hier nicht. Also lösche ich den Eintrag, indem ich ihn anklicke und wegziehe. Weitere Benennungen wären hier möglich: Gruppe, Basisebene, Typ, Parameter. Über die Online-Dokumentation erfahren wir, was genau damit gemeint ist. Wenn ich beispielsweise Parameter auswähle, werden mir eine ganze Reihe von möglichen Benennungen angeboten. Ich möchte das nicht, also weg damit. Ja, für meinen Geschmack bin ich zufrieden. Hinter dem Punkt hier soll also nur noch eine Zahl für die jeweilige Bemessungsposition dann folgen, die ich später händisch vergebe. Also sage ich okay und sehe, wie die Unterzüge bezeichnet werden. Das Gleiche kann ich für
Stützen machen. Hier sage ich, die Stützen sollen mit S beginnen, dann wieder ein Punkt, dann oberste Ebene, dann wieder ein Punkt. Jetzt Rasterposition. Ja, Rasterposition oder Rasterposition am Ende spielt bei vertikalen Stützen keine Rolle. Dann soll ein Punkt kommen. So. Und fertig. Okay. Also werden die Stützenbenennungen so aussehen. Weiter geht's mit Platten. Hier möchte ich ein D für Decke und einen Punkt. Dann oberste Ebene, wieder einen Punkt. Und daran soll sich wieder meine händisch zu vergebende Positionsnummer anschließen. Machen wir weiter mit den Wänden. Also W, Punkt. Oberste Ebene, Punkt. Okay. Und Auflager, Bedingungen, Auflager sollen bei mir AL heißen. Dann ein Punkt. Dann das hier, das ist, ich kann es mal wegziehen, das ist Parameter. Also Parameter und dann ausgewählt Zustand. Also ob beispielsweise gelenkig oder starr. Okay, jetzt bin ich fertig und sage anwenden. Somit wurden alle Parameter Sophistic Name ausgefüllt. Zum Beispiel hier bei der Wand hier oder bei der Stütze hier zu sehen. Im zweiten Schritt kann ich mir nun Positionspläne erzeugen lassen. Dafür gehen wir auf Übersichtsplan, können den Namen und den Maßstab festlegen, eine oder mehrere Ebenen auswählen und entscheiden, welche Kategorien benannt werden sollen. Ich wähle zweites OG, erstes OG, Erdgeschoss aus und sage okay. Kleinen Augenblick warten und da kommen die Pläne. Gehen wir zum Erdgeschoss. Hier sehen wir jetzt alle automatisch erzeugten Benennungen. Und nun kann ich mir Gedanken machen, in welcher Reihenfolge ich nummerieren will. Okay, bei der Decke fange ich an. Hier gibt es ohnehin nur eine Decke, also ist das die Position 1. Weiter mache ich mit den Unterzügen. UCEG ist vorgegeben. Das ist Position 1. Das ist Position 2. Der Unterzug geht über zwei Felder, also ist das die gleiche Position. Jetzt die Wände. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben,
und 8. Fehlen noch die Stützen. Ja, hier könnte man auch sagen, dass die Bezeichnung bereits eindeutig ist aufgrund der Rasterbezeichnungen. Ja, ich setze trotzdem Zahlen dahinter. 1, 2, 3, 4. Hier könnte man sicherlich auch Bemessungsgruppen gleich benennen. Ja, das Gleiche kann ich dann noch für die anderen Geschosse machen. Ich denke, ich muss mir die Geschosse ja ohnehin ansehen. Also ist diese Vorgehensweise, wie ich es jetzt gezeigt habe, logisch für mich. Es kann natürlich auch andere Vorgehensweisen geben und man möchte zum Beispiel auch die Nummerierung automatisieren. Ja, das ließe sich mit einem kleinen Dynamo-Skript auch ohne weiteres lösen. Das Schöne ist, dass all diese Positionsbezeichnungen nun überall zur Verfügung stehen, und zwar nicht nur im Revit, sondern auch in der weiteren Statik. Ich übergebe das Projekt, in dem ich berechnen sage. Jetzt rufe ich den SSD auf. Startet bei mir auf einem anderen Bildschirm, da ist es. Und lege jetzt hier zum Beispiel eine interaktive Grafik im WinGraph an. Dann finden wir hier alle Bezeichnungen wieder. Das sind die Struktur. Linien und zum Beispiel auf einem zweiten Layer die Strukturflächenbezeichnungen oder im Grundriss nur das Erdgeschoss. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen die neue Funktion zur Erstellung von Positionsplänen in Revit etwas näher bringen und sage bis zum nächsten Mal.